So, willkommen zurück bei Uncharted Territory Number 2. Jetzt geht's auf nach Icefall Castle, denn da ist die nächste Intersektion. Und ich habe mir hier mal das Wichtigste zusammengebastelt. Vielleicht noch das hier mitnehmen, dann können wir da drüben ein kleines Lager aufschlagen. Ich bin übrigens fast Level 30 von den XP da hinten. Von den ganzen Spawnern unter den Säulen. Sind sogar noch welche übrig. Ich habe aber jetzt nichts, was ich unbedingt verzaubern will. Ich könnte einen Bogen auf 30 machen, das wäre mal nicht schlecht, aber dafür laufe ich jetzt nicht extra zurück. Vielleicht finden wir in der nächsten Stage irgendwas, was man dazu benutzen könnte. Dann würde ich sagen, laufen wir einfach mal los. Ah, ich habe vergessen, die Tode einzutragen an der, am Siegesmonument. Das sind mittlerweile 4 Stück. Da, einer dämlicher als der andere, aber so ist es halt. Ach, da spawnen immer noch Viecher. Da drunter. Ach, aber mein Schwert ist auch nicht mehr das Beste. Nun ja. Wo geht's denn hier lang? Ah ja, da muss ich mir auch mal noch irgendeinen Weg basteln. Ah, ekelhaft hier. Räum nur mal auf, ey. Achso, dann muss ich irgendwie da oben raus. Okay, du wirst sterben. Und jetzt warten wir. Er kommt nicht mehr. Na gut. Da oben raus. Ist hier noch irgendwas? Nö. Let's go. Jawohl. Imposant. So. Da oben scheint auf jeden Fall irgendwas zu sein. Dann haben wir hier die normalen Stages. Null and Void. Oh, da freue ich mich schon drauf. Da wird man garantiert ins Void wieder fallen. Und mein Inventar wird 0 sein. Rage Piglet Village. Rage. Schön. Und Schweinchen. Und Titan Falls, Titan Falls, Titan Falls. Das klingt eigentlich jetzt mal spontan am ansprechendsten. Ja, Null and Void schiebe ich mal wieder vor mir her. Bis zum Schluss, würde ich sagen. Und wir schauen uns mal Titan Falls an, oder? Wenn wir nicht uns zuerst das hier anschauen. Ja, das könnte man eigentlich tun. Und eine kleine Kiste hier errichten. Ja, genau so habe ich es mir vorgestellt. Wunderschön. Na gut, kurz mal Inventar-Tetris. Okay, das sollte reichen. Als Erstversorgung, ohne zu wissen, was hier auf uns zukommt. Ach so, wollte ich da hoch? Ja. Was passiert wohl, wenn ich da runterfalle? Vermutlich nix. Also schauen wir mal. So. Noch alles friedlich. Oh, Zombie. Geh weg. Oh nein. Sieht mich gar nicht. Kiste, Kuchen. Naja. Naja, okay. Hier muss ich dann wohl reparieren. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass mich hier irgendeine Überraschung erwartet. Okay, vielleicht sollte ich nicht so viele Blöcke setzen. Hab nicht so viele. Kreuzung Nummer 3. Eine Kiste. Zwei Enderperlen, cool. Die habe ich nämlich auch ins Void gesetzt letztes Mal. Ne, vorletztes oder wann noch immer.
Da hinten ist hoffentlich noch eine Kiste. Ich traue dem Frieden einfach nicht. Ah! Ein Damage-Trank. Enchantment-Shit. Okay. Oh oh. Blaze. Nimm das Zeug und renn. Wobei es sich angehört hat, als wenn sie hinter der Wand sind, könnten wir nichts machen. Aber was wollen die denn von mir? Da an den Wasserfällen noch was ist. Man kann es von oben, könnte man es sehen. Ist hier jetzt nichts. Wie komme ich denn hier am geschmeidigsten wieder runter? Hier an der Seite wird es schon drin sein. Okay. Aha. Und ist das hier Titan Falls? Ich hoffe doch. Ja. Das ist es. Mal kurz noch den Kram hier weglegen. So, war das eine goldene Hone. Smite 4 Goldschwert. Naja, hat's zur Not. Das ist was Gutes eigentlich, weil ich bald wieder Holz hacken muss. Efficiency 4. Um Spawner wegzuhauen, der Knaller. War noch irgendwas? Der Kuchen kann hier bleiben, das kann da bleiben, den brauchen wir nicht und das nicht. Jupp, alles klar, let's go. So, ich mach jetzt alles weg. Ah, so ein schöner Durchgang. Aha, okay. Eine Chest, die Iso gewidmet ist. Schön, schön. Boote definitiv, weil da sehe ich Wasser. Redstone. Ja, also nicht hier. Alles klar. Rein mit dem Möhrchen. Und dann segeln wir mal los. Mir ist gar nicht wohl dabei. Hallo? Oh, nein! Das ist wieder so ein dämlicher Trankspawner. Zurück. Wie lange haben wir es? Aha, nicht so lange. Der scheint aber hier in der Mitte zu sein. Also wenn wir außen vorbeifahren, sollte es gehen. Ein bisschen was sehen wir auch nicht schlecht. Okay, da wird wahrscheinlich gleich die Hölle los sein an Monstern auf der Insel. Der schießt mich garantiert aus meinem Boot raus, wenn ich nicht mich selber rausschieße. Naja, alles klar. Wir kämpfen. Okay. Da geh hoch. Ja, danke. Sind die Mobs im Wasser schon mal tot? Dich will ich hier nicht. Ah. Wer war das? Der da? Zombie. Ah, Endermann. Ach, fast angeschaut. Der knurrt auch schon. Irgendwas Grünes da unter mir. Ah. Wie unangenehm. Okay. Ein Bart für dich. Okay, ist irgendwo ein Skelly-Spawner. Runter mit dir. Haben wir Fackeln. Oh, da ist aber einiges los. Au, au, au. Da war aber Land dabei. Geh weg. King of the Hill. Ihr könnt nicht hinauf. Der ist ja schön gefedert.
Wird das auch weniger oder wird das bloß mehr? Wahrscheinlich nur mehr. Vor allem, wenn die sich immer wieder löschen. Müssten wir weiter zur nächsten Instanz. Jetzt habe ich eine. Haha! Oh. Na komm, einer von euch, geh mal bitte hoch. Das kriegen die nicht hin, ne? Jetzt habt ihr den abgeschossen. Ah. Wenn ich da ins Wasser falle, ist Sense, ne? Oh, es wird Tag, das gefällt mir gut. Da geht doch mal einer hoch. Ne? Ich glaube, sie machen es einfach nicht. Ei! Hat nicht so viel geholfen, wie ich es mir erwünscht hatte. Ja. Okay, jetzt sind sie definitiv. Die spawnen irgendwo noch garantiert. Sonst wären das nicht so viele. Zunächst, da ist ja was, da ist eine Kiste. Jetzt habe ich mich schön da auf den Berg gefangen. So viel Spaß es auch macht, es bringt irgendwie nichts. Gehen wir weiter hier rüber. Und dann gucke ich mal, ob ich die Insel von der Seite einnehmen kann. Diese kleine Insel ist schon mal mein. Naja, hier halt hoch. Oh! Runter von meiner Insel! Ah! Ah! Runter, runter, weg! Okay, ich nehme das Ding und dann bin ich hier weg. Ah! Weg, 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 weg. Ah! Da ist eine CD, die hätte ich auch gern. Weg! Verdammt. Jetzt liegt das Ding da. Och, jetzt geh doch mal. Eine schwarze CD. Stall. Na komm. Irgendwo muss Platz her. So, den mitnehmen. CD. Boot. Und tschüss, Leute. Macht's gut, ihr Trottel. Da sehe ich noch so Spawner. Ah! Ja, und direkt unter mir. Naja, einfach mal Gas geben Richtung diesem unfassbar riesigen Turm. Oh. Oh, und da geht das nächste Boot. Okay. Ja, jetzt ist hier alles ein bisschen ungeordnet. Sekunde mal. Was haben wir denn auf der Hose hier? Auch Protection 1. Die CD. Das mal noch, falls es eng wird. Und oh, hier ist es auch schön, ey. Guckt euch das an, himmlisch. Oh, hier wird es bestimmt übel jetzt. Eieiei. Naja, dann mach's halt. Ah! Sieht ja ekelhaft aus. Oh ne, eine Giftspinne. Na, jetzt hab ich's, ey. Jetzt hab ich's geschafft. Komisch, wieso machen die denn keinen Schaden an dem Stein und so? Auf hart bin ich noch, wie immer. Ah, shit. Und wieder raus. Ah.
Okay, klickidi klickidi. Meine Güte. Geht ab. Okay, sie können mal was essen gehen hier. Bisschen außerhalb des Spawn-Bereichs. Da klärt immer noch was. Überall diese Spawner im Wasser. Oh, die schießen sogar ziemlich hoch. Hey Mann, die kommt ganz schön nah. Okay, was ist denn das da oben? Aha, naja. Kiste. Okay, der erste Stock ist schon mal uns. Mein Mikro ist so empfindlich gegenüber so S-Lauten. Also, der Buchstabe S. Oh nein! Geh weg, geh weg! Das Problem hat sich gut gelöst. Okay. Der ist nicht mehr böse, ist ein anderer. Na komm. Die letzten zwei Spawner hier kriege ich jetzt auch noch. Ich könnte auch von oben hier rein, aber im Moment geht es eigentlich gerade. Weil ich mir ziemlich sicher bin, dass sich meine Hose verabschiedet hat. Ja. Hab ich immer noch Regen. Ach so. Das erklärt natürlich einiges. Okay, ja, die Level sind jetzt voll verschwendet. Ich mach die Spawner mal nicht kaputt. Geh weg. Oh, der Weg zum Monument ist jetzt echt ewig weit. Sonst würde ich mir ja was verzaubern gehen mal. Eieieiei. Jetzt ist mein letztes Schwert hinüber. Das ist nicht gut. Ich habe immer noch nicht in die Kiste geguckt. Vielleicht ist da ja was, was mir weiterhilft. Ja. Na. Aha. Na, das ist nicht gut. Wenn man kein Schwert hat. Oh ne, es wird Nacht, oder? Okay, ich denke, ich belasse es mal hier gerade dabei. Muss man eine kurze Auszeit nehmen. Irgendwo unten zum Regenerieren. Hey, hey, hey. Schön hier eigentlich. Genau so eine schöne Mischung aus... Also nicht zu schwer, nicht zu leicht. Meine Rüstung ist allerdings schon wieder hinüber. Also wird es nicht besser. Und naja, Nacht wird es jetzt noch nicht ganz. Ich hätte trotzdem gern ein Bett. Ey. Ich hätte mal so ein Bett mitnehmen. Vielleicht gehe ich auch nochmal heim und gehe mir was enchanten. Aber so weit. Anyway, ich denke mal kurz nach. Oh nein, ein Cobblestone-Zombie. Ah! Ja, ich leuchte hier nochmal gerade die Insel aus. Habe mich dann dazu entschlossen, dass ich doch zurück zum Monument gehe, weil mir auch die Fackeln ausgehen. Und ohne Fackeln ist hier ja bekanntermaßen nichts zu reißen. Wir sind auch schon relativ weit in der Episode drin. Also viel Zeit haben wir nicht mehr. Ja, dann pflanze ich hier die letzte Torch und dann geht's ab nach Hause. Hoffentlich lebendig. Hoffentlich hält das Boot. Mal geschickt hier zwischen den Spawnern durchfahren. Ah, ganz geschickt gemacht. Da staunt er, wie ich das geschickt gemacht habe. Oh, die sind überall. Ah, egal, einfach durchziehen. Gift wird mich schon nicht killen. Uha, einer vom Lilypad auseinandergeflogen. Okay, versuchen wir mal dieses Boot nicht zu crashen. Au! Das war der Block. Okay, ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Es war mir wie immer eine Ehre. Und ja, tapfer bleiben, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.